Hallo Leute, und weiter geht's in Pokémon Karmesin in der Kitakami-Provinz. Ja, es regnet gerade, aber was ich noch gefunden habe, man kann hier Masken kaufen und das ist ziemlich cool. Darf ich die Maske sehen, bitte? Eine Oni-Maske will ich nicht haben. Bonino-Maske sieht aus wie ein Power Ranger. Benizaru-Maske ebenfalls wie ein Power Ranger. Bertoni-Maske, oh Gott, ein schrecklicher Power Ranger. Evoli-Maske ist völlig okay. Meine Frisur ist einfach dumm. Und eine Pikachu-Maske. Die ist verstörend. Nie. Wir haben noch Scherzbrillen. Die Scherzbrille ist cool. Oh nein. Scherzbrille Evoli? Naja. Ist jetzt nur halb so witzig. Und eine Pipi-Brille. Naja. Die kaufe ich mir einfach nur, weil sie dumm aussieht. Gleich verwenden, ja. Und eine Evoli-Maske möchte ich mir auch kaufen, aber. Ja, ich möchte sie nicht anziehen, weil. Meine Frisur ist dumm und deswegen. Ja. Haben wir noch eine schöne Handyhülle? Terra Feuer. Terra Wasser, Terra Pflanze. Ball. Toll. Ball, Ball, Ball. Oh, Bonino, Benizaru, Bertori. Nee, finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Andere Dingens, nein. So, jetzt habe ich eine dumme Brille. Leute, es ist vollbracht. Der Dex ist vollständig. Dafür kriege ich sogar noch was. Du bist jedem Pokémon der Kitakami-Provinz begegnet. Stark. Ja, toll. Eine Urkunde kriege ich. Ich befinde mich gerade im hohen Gras beim Pfad des Tanzes. Bitte komm vorbei. Oh, mein Profil war das hinzugefügt. Und ich kriege einen Mondball. Ja. Stark. Ja, gibt es was zu sagen zur Vervollständigung des Pokédexes? Nicht allzu viel. Zwei Dinge. Die eine Sache ist, die hier. Verzeihung, komm bitte zurück. Komm bitte zurück. Komm bitte zurück. Ja, das, meine Freunde, ist ein Ursaluna. Bleib doch mal stehen. Es ist ein bisschen ungestüm. Verzeihung? Es ist ein bisschen ungestüm. Ein Ursaluna. Aber kein normales. Folgendes. Wir haben ja Gamma kennengelernt. Erinnert ihr euch? Diese Frau hier. Und ich werde das Ganze jetzt mit ein bisschen Bilder unterlegen, ja? Wenn man 150 Pokémon, glaube ich, gesammelt hat, kann man sie ansprechen und sie erklärt einem dann, dass sie ein bestimmtes Pokémon fotografieren möchte. Und zwar ist das Ursaluna. Aber nicht irgendeines. Dafür müssen wir in diesen Wirrwald gehen und dort für sie, ja, jetzt kommt's, 10 Pokémon fotografieren. Mit der Foto-App, ja. Einerseits ziemlich cool, andererseits ein bisschen, naja, speziell. Und dann passiert es langsam, aber sicher. Ursaluna taucht auf. Und dann müssen wir gegen es kämpfen. Und das Vieh ist ultra stark, Leute. Ultra stark. Das gibt's gar nicht. Aber immerhin kann man es nicht verkacken, weil es ist eine Art Raid. Und zum Schluss kann man es einfach so fangen. Es ist ultimativ stark. Wir können uns mal die Werte davon ansehen. Erstmal hier. Boden normal. Wie könnte das anders sein? Der Blutmond, ja. Hier. Kann nicht zweimal in Folge eingesetzt werden, aber eine Stärke von 140. Das bedeutet, es kriegt noch Step dazu. 210 mit Genauigkeit von 100. Das ist sehr, sehr mächtig, ja. Und, hallo? Es schläft gerade hinter mir. Das ist stark. Lass mal noch den Dex-Eintrag sehen. Hier. Wo haben wir es denn? Da, Ursaluna. Das Blutmond. Pokémon quasi, oder? Die Form, das sieht ultra böse aus. Es überquerte den Ozean und erreichte fremdes Land, wo es ums Überleben kämpfte und dabei besondere Fähigkeiten und Merkmale erlangte. Ich glaube, in Purpur steht da sogar was von wegen, mit seinem dunklen Auge kann es in der Nacht sehen. Irgendwie sowas. Ja, das war ziemlich cool. Ich habe euch jetzt das nicht gezeigt, weil, ne, ich war gerade im Pokédex-Flow oder im Pokédex-Füllen-Flow, ja. Aber was es sonst noch zu sagen gibt, alles andere ist relativ leicht zu bekommen, außer ein Pokémon nicht. Das möchte ich euch kurz zeigen. Ich spreche nämlich von Barschwa.
Barschwarz zu finden ist relativ schwierig. Ich bin nie einem begegnet und es ist auch schwer, einem zu begegnen, denn ihr müsst an einen ganz bestimmten Ort gehen und den möchte ich euch jetzt zeigen. Ich glaube, es war hier hinten. Diesen Eingang hier, den da habe ich vorher nie wirklich gesehen, ja, nie. Hier lassen wir uns herunterfallen. Ich glaube, es war sogar schon ein bisschen zu weit nach unten, oder? Ich glaube, es war schon ein bisschen zu weit nach unten. Oder klappt es hier auch noch? Ich glaube, hier klappt es auch noch. Gibt es hier Molunk? Ich glaube, ich bin schon zu weit nach unten gefallen, oder? Pipi? Dumisel? Rettan? Ja, da wird es noch weiter nach unten gehen. Ich glaube, hier ungefähr müsste es Barschwag geben, hier im Wasser. Ne, hier glaube ich, hier. Habe ich hier Barschwag gefunden? Ja. Und zwar muss man die zuerst anlocken, glaube ich. Wir müssen irgendwo was Blubberndes sehen. Blubbert es hier irgendwo? Nee. Moment, lass mich das kurz suchen. Ich finde echt gerade keines, aber hier. Lebt in Höhlen und seht ihr da? Das ist genau an dem Ort, in dem ich mich gerade befinde. Karte. Jetzt aktuell genau da. Moment, ich muss das drehen, dass ihr das seht. So war das Habitat und genau da bin ich. Hier, in diesem Gewässer irgendwo, gibt es Barschwa. Ich sehe aktuell gerade keins. Das ist der Vorführeffekt, aber kann man jetzt nichts machen. Ja, das nächste Spezielle ist die Entwicklung. Milotic. Dafür braucht ihr eine Schönschuppe. Und wo kriegt ihr die? Schwer zu sagen, vielleicht kann man sie zufällig finden. Aber wenn ihr den Pokédex vervollständigt, respektive eine gewisse Anzahl davon habt, vielleicht kann ich euch das zeigen. Ja, seid still. Nee, ich kann mir die Preise nicht ansehen. Aber eine gewisse Anzahl von Pokémon erhaltet ihr eine Schönschuppe geschenkt, genau wie auch ein Finsterumhang und so weiter. Dinge, die ihr braucht, um alle Pokémon zu bekommen. Aber nun wollen wir uns die Urkunde abholen. Und zwar ist die bei Jim. Und der steht ja irgendwo kurz vorm Eingang. Oh, Evoli-Event. Ich sollte mir noch einen Shiny Evoli holen, aber dazu später. Wir fliegen erstmal zum Gemeindehaus. Auf direktem Weg, ja. Und dann müsste er da vorne stehen. Und ach ja. Ding steht, glaube ich, nicht mehr da, Gemma, oder? Gemma steht nicht mehr da, nein. Ich habe euch noch vergessen, was zu sagen. Wenn ihr die Quest von Ursaluna fertig habt, dann schenkt sie euch ein Pokémon. Nämlich ein Fukano. Ja, so eines wie Iris. Und zwar soll es der kleine Bruder von ihrem Fukano sein, ja. Nur zur Komplettierung. Und da steht Senior Jim. Gibt es Item noch? Was kriege ich jetzt? Sag an. Joni, wie geht's dir stets? Gut, danke. Du hast 200 Pokémon-Arten aus der Kitakami-Provinz gefangen? Moment mal, kann es sein? Ist das etwa ein vollständiger Pokédex? Wow, wie fantastisch! Stehen wirklich alle Pokémon-Arten aus Kitakami drin? Ich bin echt schwer beeindruckt. Ja, ne? Dank dir ist meine Forschung zu den Pokémon in Kitakami im Sauseschritt vorangegangen. Schneller ging's wirklich nicht. Ach, ich würde dir so gern eine Kleinigkeit zur Feier deiner Leistung geben. Mal sehen. Ja? Da, ich hab's! Du kriegst ein spezielles, exklusives Souvenir, das ich beim Kitakami Kulturzentrum gekauft habe. Oh, der Glitzerpin! Oh, damit kann ich dann Evolis fangen gehen. Stark. Oh. Glitzerpin bringt nicht das, was ich im Kopf hatte. Kriegt mehrere Terrastücke aus den Raids, toll. Und, würdest du bitte kurz dein Smartrotom rausholen? Dann bekommst du auch gleich diese tolle, von Clavell hinzugefügte Urkundenfunktion für die Pokédex-App. Sieh mal, du hast eine Nachricht von der Firma erhalten, die die Vervollständigung des Pokédex beglaubigt. Lass mal sehen. Yeah.
Dieses Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Kitakami Pokédex. Herzlichen Glückwunsch, Game Freak. Danke. Gut. Du hast zwar den Pokédex vervollständigt, aber die Exkursion hat gerade erst begonnen. Begegne auch weiterhin vielen Pokémon in Kitakami. Nee, werde ich vermutlich nicht tun. Ich möchte mir jetzt noch offscreen ein Evoli holen. Und dann, ja, würde ich sagen, war's das mit der türkisgrünen Maske, dem ersten Teil des DLCs. Können wir uns eigentlich bereits hier was holen? Details ansehen. Neues Akademie-Set kriege ich. Noch nicht erhalten. Gib mal her. Speicher nur. Das ist völlig in Ordnung. Du hast geschenkt. Ja, was kriege ich? Kleidung erhalten. Akademiezeugs, toll. Ja gut, Leute, Teil 2 erscheint bald. Und mal schauen, was ich jetzt noch für Gedöns dazu gekriegt habe. Neue Frühlingsuniform. Ist die neu? Ist doch genau gleich, oder? Ach so, ich muss die, ach so. Ich muss sie anklicken. Das sieht doch mal kacke aus. Das auch. Na gut, das Festoutfit will ich gar nicht haben. Ich hatte die Herbstuniform, oder? Ich glaube ja. Akademie Socken. Oh Gott, die sehen alle so kacke aus. Oh nein, eine Strumpfhose will ich auch nicht haben. Sandalen will ich nicht haben. Akademie Halbschuhe. Ugh, nein. Gib mir meine Schuhe. Akademie Handschuhe. Nein, will ich auch nicht haben. Vielleicht Akademie Rucksack. Nichts Spezielles. Und der Festbeutel war auch irgendwie doof. Ja, gib mir das hier. Neuer Akademiehut. Oh nein, die Evoli-Maske. Naja, schon besser. Ich will meine Feuerkroko-Kappe haben, die ist am coolsten. Und die Brille, ja, behalte ich auch. Änderungen. Nichts ändern, danke. Passt schon. Passt schon. Leute, damit war's das mit dem ersten DLC zu Pokémon Karmesin, die türkisgrüne Maske. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und hoffentlich bis zum zweiten Teil. Macht's gut oder besser. Tschüss.